Die deutsche U20-Nationalmannschaft war einen Tag nach dem Länderspiel gegen die Türkei in Dornstadt, um in den Biathlonsport reinzuschnuppern. Zu Beginn gab Werner Rösch Anweisungen, worauf beim Schießen zu achten ist. Direkt im Anschluss ging es an die Schießstände. Was ist der Grund für diese Übung? Also zum einen ist Biathlon eine olympische Sportart und hat auch einiges gemeinsam mit dem Fußball, sprich man muss laufen, man muss sich konzentrieren können, man muss treffen, was wir ja gestern nicht so viel gemacht haben, das wollen wir heute ein bisschen nachholen. Und zum anderen ist logischerweise auch ein bisschen, dass die Jungs mal was anderes haben, nicht immer nur im Hotel abhängen, immer nur den Trainingsplatz sehen, sondern auch mal die Gelegenheit haben, was auszuprobieren, was sie vielleicht noch nicht so können. Und auch logischerweise ein bisschen die Komponente Spaß ist auch dabei. Okay. Ja, das ist doch klar, dass sie das machen. Ursprünglich stand ein kleiner Staffellauf mit Schießeinheiten auf dem Plan. Weil es aber anfing zu regnen, einigte man sich schnell darauf, den ganzen Tag an den Schießständen zu verbringen. In Viererteams kämpften die Nachwuchsfußballer um 3 Pokale. Trotz aller Konzentration war aber immer noch Zeit für ein Selfie. Maximilian Wittek und Maximilian Dittgen, Glückwunsch zum Sieg gestern. Maximilian Wittek hat gestern 11 Meter verschossen. Sie haben ein Tor gemacht, Herr Dittgen. Wie sah es heute aus an den Schießständen? Ja, heute war ich ein bisschen treffsicherer als gestern. Heute habe ich auch weniger Gedanken gehabt, sondern einfach auf die Zielscheibe drauf. Und ja, war gut heute und ich hoffe, dass ich das nächste Mal besser mache. Ja, und ich war so treffsicher wie gestern, habe die Scheiben getroffen und ja, so geht's weiter, hoffe ich. Wie sind Sie zufrieden mit der Leistung der Mannschaft gestern? Absolut, also 1-0 gewonnen gegen einen starken Gegner. Wir hätten natürlich gerne mehr Tore geschossen, hatten auch ausreichend Chancen dafür. Das heißt, mit dem Ergebnis sind wir nicht so zufrieden, aber das, was die Spieler auf den Platz gebracht haben, war schon richtig, richtig gut. Soll ich die Frage sagen? Ja, genau. Ja, wie finden Sie es eigentlich hier auf dem Schießstand? Wie gefällt es Ihnen hier? Ich finde es richtig gut, eine Abwechslung. Wir sind ja eh 10 Tage alle aufeinander. Kleben wir und wie gesagt, eigentlich nicht mehr nur im Training und da ist eine Abwechslung auch mal ganz gut. Weiß nicht, vielleicht hat es auch ein bisschen mit unserer Chancenverwertung zu tun, damit wir ein bisschen treffsicherer werden, aber mir gefällt es. Und dir? Ja, mir gefällt es auch super. Also es war eine schöne Abwechslung zum Fußball und ja, das ist super hier. Und warum machen Sie das? Also wer kam auf die Idee, das zu machen? Hier? Keine Ahnung, wahrscheinlich die Teammanagerin.